Ja, Gott ist uns gnädig, Gott führt und Gott ist lebendig. Und auch diesen Jesus, über den wollen wir auch heute nachdenken, über den, der gekommen ist und auch seinem Leben aus Markus 5. Ich finde das interessant. Normalerweise bin ich nicht vorher vorbereitet. Ich habe mich wahrscheinlich, es ist jemand heute nicht gekommen und aus Versehen war ich vorbereitet. So ist das. Also ich habe auf jeden Fall was mitgebracht, worüber ich gestern mich auch vorbereitet habe, eigentlich auf ein Thema. Und ja, so führt Gott. Und zwar über Markus 5. Viele Kinder, ich habe das auch, glaube ich, in den Kinderstunden, Jungscha weiß ich auf jeden Fall, vor ungefähr 18 Jahren gebracht. So vor kurzem. Einfach. Und das ist da, da kommt Jesus. Und einfach da, ich dachte irgendwie, ich traf letzte Woche, ich werde, glaube ich, da gleich noch darauf zurückkommen. Ich traf einfach auch jemand und ich dachte, interessant, dass das so zusammenfällt, weil eigentlich wollte ich auch gar nicht nächste Woche oder über diesen Thema sprechen. Ich wollte eigentlich über die nächsten Verse sprechen. Und so sind wir heute in Markus 5, 1 bis 20 gelandet. Und hier sehen wir, da kommt Jesus und seine Jünger. Sie sind um den See Genezareth. Diese Zeit, sie sind sehr busy, sie haben vieles zu tun. Und hier steht Folgendes: Und sie kamen ans andere Ufer in das Gebiet der Gadarener. Hier ist Jesus, er hat sich aufgemacht. Und wenn wir die Geschichte davor beobachten oder sehen, dann sehen wir sie waren sehr busy. Die Jünger, die machen sich auf, die hatten sehr viel zu tun. Und oft ist Jesus auch weggefahren, einfach von einer Stelle, die sehr busy war, weil er einfach mal Ruhe brauchte, weil er mal beten wollte, weil er einfach mal eine Pause brauchte auch. Und so sind sie weggefahren. Sie fahren weg von der Westseite und fahren nach Osten über diesen See Genezareth. Da kommt ja dieser riesige Sturm, Markus 4, gerade dieses Kapitel auch. Da kommt der Sturm. Die Jünger glauben, sie gehen unter. Jesus stillt im Sturm und zeigt seine Macht da drin. Er zeigt mit einem Wort, er stillt den Sturm. Also es ist kein großes Aufheben. Und so gehen sie rüber in dieses Gebiet der Gadarener. Und gerade auch zu diesen Sachen, was ist das für ein Ort, wo gehen sie eigentlich hin? Einige übersetzen gerade, ich glaube im Englischen scheint das auch ein bisschen stärker zu sein. Dieser Ort, wo sie hingehen, scheint mehrere Wörter auch, weil sie sehr ähnlich sind, auch im Wort, werden sie oft verwendet. Zum Beispiel viele bevorzugen auch diese Aussage anstelle von Gadarena, Gerasena. Und es ist eigentlich eine kleine Stadt gewesen, ein ganz kleines Örtchen, das in der Nähe ungefähr so 10 Kilometer wahrscheinlich, das ganz am Ufer war. Dieses Gerasena war eine kleine Stadt, die war in der Nähe des Ufers dort. Dort ging es sehr steil runter und diese Leute lebten da. Man vermutet heute, dass das die Stadt Kersa oder Kursi ist. Dass es ein ganz kleines Örtchen war auf der Seite. Hier in Markus 5, weil diese Sachen, die finden wir auch in Matthäus, Markus und Lukas und auch manchmal, je nach Übersetzung, finden wir diese Wörter nicht immer ganz gleich. Also ihr werdet sehen, das sind kleine Unterschiede, auch in der Schlachter. Gadara, wie auch hier in Markus gerade diese Stelle ist, das ist die größere Stadt. Und dieses Gebiet, das war griechisch. Die war ungefähr 10 Kilometer weiter weg. Das ist wie Steinbach zu mir, wo ich lebe, ganz grob. Und dort gab es Amphitheater, das war eine griechische Kultur, das war nicht jüdisches Land. Dort hat man griechisch gelebt, hellenistisch gelebt, man hat heidnisch gelebt, man hat die Götter angebetet auf der Seite. Und Lukas sagt, dass dieser Mann aus der Stadt gekommen ist. Ja, aber wir sehen, Markus zum Beispiel sagt, er war hier bei den Gräbern, er war wahrscheinlich dort am Ufer. Aber was Lukas sagt, dass dieser Mann irgendwann mal. Dieser Mann, den Sie hier gleich treffen werden, er lebte irgendwann mal in dieser Stadt, in dieser gottlosen Stadt, die griechisch gelebt hat. Und dann natürlich gibt es noch Gerasa, das ist halt das ganze Gebiet, das war wahrscheinlich eine große Stadt, die war aber ungefähr 70 Kilometer weg, die das ganze Gebiet umschlossen hat. Und das war eigentlich eine ganz bekannte Stadt, auch in der alten Antike. Und deswegen scheint auch manchmal, wenn wir hier lesen, auch gerade, ich glaube, im Englischen ist das sogar noch extremer. Im Deutschen benutzen wir nur die zwei näheren Orte, im Englischen oft die drei. Und die Lebensweise der Menschen war nicht jüdisch. Nochmal, die linke Seite, ja, die Westseite,
die war jüdisch, christlich in Klammern geprägt, die auf der rechten Seite absolut heidnisch. Und so, aber es ist eigentlich kein Problem, auch für die Kinder, die sagen, wow, so ein Unterschied, die Bibel, die wissen nicht genau, was sie sagen. Es ist ja genau das Gleiche, wenn ich sage, ich komme aus Giroux. Wenn ich hier heute mit euch Steinbachern sitze, kann ich sagen, ich komme aus Giroux. Wenn ich nach Winnipeg fahre, komme ich aus Steinbach. Habe ich jetzt gelogen? Nein, weil der Winnipegger, der weiß nicht, wo Giroux ist. Und wenn ich nach Alberta fahre, sage ich, komme ich aus Winnipeg. Weil keiner weiß, wo Steinbach ist. Ja, das ist, es ist nicht inkorrekt. Das ist, all diese Orte sind in diesem Gebiet. Und manchmal sehen wir diesen Konflikt hier. Und Jesus, er geht in dieses Gebiet der Heiden. Und Jesus, er kommt, steigt in das Schiff und fährt mit den Jüngern drüber. Und so kommt er hin und Vers 2. Und als er aus dem Schiff gestiegen war, rief ihn sogleich aus den Gräbern, dort waren Gräber, ein Mensch mit einem unreinen Geist entgegen. Und es war nicht nur einer, wir wissen, dass in anderen Übersetzungen steht da, dass sogar zwei es waren. Da waren es zwei gewesen. Aber wahrscheinlich war dieser eine Mann, er war so schlimm, dass er bekannt wird. Und hier in Markus wird nur dieser eine erwähnt. Und was für ein Bild, was für ein Mann war das, der aus diesen Gräbern gekommen ist? Was für ein Bild hat dieser Mensch abgegeben? Das steht, er hatte seine Wohnung in den Gräbern. Der hat in den Gräbern gewohnt. Das waren natürlich andere Gräber wie bei uns. Aber auch heute, wenn jemand auf dem Friedhof lebt, das wäre komisch, oder? Vielleicht schläft er in dieser Kapelle. In Deutschland heißen die Kapelle, diese, wo die Leute... Das wäre komisch, oder? In Lukas 8, Vers 26 steht, dieser Mann hat auch gar keine Kleider angezogen. Der lief so rum, wie der halt war. Und die Leute haben natürlich gewusst, er ist verrückt, dieser Mensch. Und er hat auch anderen Leuten das Leben wahrscheinlich schwer gemacht. Und sie haben ihn versucht zu binden. Und hier steht, und selbst mit Ketten konnte ihn niemand binden. Und die haben ihn sogar versucht, Fußfesseln dran zu machen. Die waren wahrscheinlich auch aus Eisen gewesen. Sehr wahrscheinlich. Und was hat er gemacht? Der hat die Ketten zerrissen. Ich kenne keinen, der so verrückt ist bis jetzt, der das schafft, so eine Kette. Und die Fußfesseln hat er zerrieben. Also dieser Mann, der musste fürchterlich ausgesehen haben. Und hier steht in Matthäus, steht sogar, Matthäus 8, Vers 28, und ich kann mir gut vorstellen, dass auch oft die Mamas den Kindern zu Hause gesagt haben, Kinder, auf die Straße dürft ihr nicht gehen. Sogar die erwachsenen Männer haben sich auch sehr stark überlegt, gehe ich wirklich über diese Straße? Das steht nämlich so, in Matthäus 8, Vers 28 steht, er war sehr gefährlich, so dass niemand auf jener Straße wandern konnte. Ich weiß nicht, haben die vielleicht mit Pferden dann schnell durchgeritten oder mit einer Gruppe gegangen, weil die wussten, dieser Mann ist auf dieser Straße und der ist so verrückt, der ist sehr gefährlich, was auch immer das heißt. Vielleicht kommt er mir hinterher und macht da irgendwas. Und die Menschen haben versucht, ihn zu bändigen. Und dieser Mensch, der war so schlimm und jedes Mittel, das sie verwendet haben, hat versagt. Die haben versucht, diesen Mann zu bändigen, aber jedes menschliche Mittel hat versagt. Eigentlich ein grausames Bild. Und dieser Mensch, der hat wirklich seinen Leuten, die mit ihm gelebt haben, diese Menschen in diesem Gebiet, er hat ihnen das Leben richtig schwer gemacht. Und es steht, er war alle Zeit, Tag und Nacht auf den Bergen und in den Gräbern. Ich vermute, der ist da rumgelaufen, rumgehaust. Du wusstest nie, oh Mann, du wusstest vielleicht, hast du gedacht, der andere Verrückte, der schläft wenigstens in der Nacht. Der ist besessen, wenigstens schläft er in der Nacht, dann kann man da durchgehen oder am Tag oder sonst wann. Man wusste nicht, der war verrückt, der war immer da. Und dieser Mann, der war nicht nur auf den Bergen und Gräbern, der hat rumgeschrien. Oder? Ist es nicht unangenehm? Kennt ihr nicht Leute, die immer rumschreien? Ich habe solche Leute kennengelernt. Eigentlich schlimm, ne? Es ist unangenehm. Wisst ihr, wenn ich so eine Person treffe, früher habe ich immer gedacht, Mann, ich will weg jede Minute. Ich will immer noch weg von der Person, okay? Das hat sich nicht geändert. Es ist mir nicht angenehm. Aber heutzutage, sehr oft, wenn wir diese Person ansehen, es hat mir unheimlich geholfen, mich mal zu versetzen. Diese Person, die wacht jeden Morgen auf und muss sich selbst erleben. Auch dieser Mann, er hat den anderen Menschen das Leben schwer gemacht. Aber eigentlich müsste man Mitleid mit ihm haben. Stell dir vor, jemand, der fängt an, schon morgens rumzuschreien. Das Erste, was er macht, ist rumschreien. Und was macht er noch, dieser Mann hier? Hier steht, er schlug sich selber.
Ne? Natürlich, vielleicht so mit der Hand. Für diesen Mann war das nicht genug. Er hat Steine genommen und hat sich damit geschlagen. Er hat nicht nur den anderen Menschen das Leben schwer gemacht, sondern dieser Mensch, er hatte eigentlich ein übelst schlimmes Leben. Er hat sich selber zugerichtet. Und könnt ihr euch vorstellen, da ist dieser Mann verkommen, nicht gewaschen, wahrscheinlich zerzaust, zerlumpt, zerbeult, Beulen, wahrscheinlich Blut, aufgerissen, irgendwo die Haut. Da kommt dieser Mensch und der lebt da und der schreit rum, schlägt sich selbst mit Steinen. Und dieser Mensch ist auf dieser Seite und Jesus fährt in diese Richtung. Und in dieser Richtung war das. Jesus hatte natürlich viel zu tun. Dass dieser eine Mann auf der einen Seite sehen wir, Jesus hatte ja tausende an Menschen auf der anderen Seite gehabt, in Nazareth, in dieser Gegend, da waren viele Menschen um ihn her. Jesus hatte da so viel Wunder machen können, so viel Gutes tun können, so viele Menschen erreichen, so viel Missionsarbeit machen. Und bei der Überfahrt, und wir sehen, Jesus hat auch viel getan und er war busy. Es war nicht, dass er nicht keine Zeit, dass er zu viel Zeit übrig hatte. Er war busy und er schläft ein bei der Überfahrt, beim Fahren, weil er müde ist. Und er schläft sehr gut, sogar der Sturm weckt ihn nicht auf. Die Jünger müssen ihn ja wecken. Und Jesus fährt in dieses Gebiet der Heiden. Ich finde das so interessant, auch oft, warum fährt Jesus zu diesem einen Mann? Dieser eine Mann, der geschlagen ist. Ich musste irgendwie denken auch an diese Menschen, sehr oft auch die im Norden leben. Auch die Gruppe, die hinfährt, die, ich weiß, heute fehlen einige, aber die da hinfahren. Jesus ist wegen einem Mann gefahren. Er hat Tausende liegen gelassen oder sitzen gelassen und ist wegen einem Mann rübergefahren. Er hat gesagt, das hat sich gelohnt für ihn. Und sehr oft, wenn man nach oben geht oder nach oben fährt, das Bild sieht man so oft. Vielleicht nicht genau wie dieser Mann, aber man sieht dieses Bild, wo Menschen leiden. Sie tun gegenseitig sich das Leben schwer machen, aber selber sind sie nicht glücklich. Selber die ärmsten Menschen. Ich habe gerade in Fargo, war ich letzte Woche gewesen, und aus Versehen, ich komme ins Hotel um 10 Uhr abends oder 11, irgendwo so, 10, 11 ungefähr rum, komme ich da rein und dann sehe ich da so Mädels Russlandsdeutsch, so kann man sofort sehen. Und dann spreche ich die an und sage, was macht ihr denn hier? Ja, wir fliegen von Fargo. Ja, wir fliegen von Fargo, gleiche Hotel. Ich gehe durch den Flur, die gehen durch den Flur. Ich sage, wer seid ihr, was auch immer? Und dann reden die aus Schanzenfeld, die kennen die Schmitz-Jungs. Und die ist eine Mission in Mexiko. Ne? Ich habe ihren Namen leider vergessen. Aber auf jeden Fall ist ungefähr bei 40 jetzt, sie fliegt zurück jetzt nach Mexiko. Und ich habe gefragt, wie geht's dir? Ja, die sagt, weißt du, die Türen sind nicht groß offen. Und wir müssen wirklich für einzelne Leute oft sehr viel Arbeit machen, dass wir diesen Menschen, das sind die arbeiten ja mit den Kolonien, und die Türen sind zu, sagt sie eigentlich, aber wir arbeiten und wir machen halt verschiedene Sachen so, dass wir diese Menschen trotzdem erreichen können, dass wir einzelne Menschen da erreichen können. Sie fährt dahin, ich sage, und wie ist es denn? Sie sagt, weißt du, man darf nicht oft auf diese Menge sehen, dieses Große, sondern muss sagen, der Herr hat mich dahin gerufen und da gehe ich hin, weil der Herr mich dort haben will. Ich dachte, interessant, was dieses Mädchen, was für eine Einstellung es hatte. Und es ist schwer, wenn es über Jahre so ist und über Jahre geht man hin und es ist viel Einsatz, der da kommt, aber Jesus ist gefahren, Jesus hat Tausende sitzen gelassen und ihm war es wichtig, über diesen See zu fahren in ein Gebiet, das die Juden eigentlich nicht gemocht haben. Das war nicht das, da ist keiner den Urlaub von den Juden gefahren. Ein Gebiet, wo Schweine rumliefen da draußen. Die Juden, das hat wahrscheinlich nach Schwein gerochen. Für einen Jude war Schweinegeruch nicht das Angenehme. Wir wissen, da waren Tausende an Schweine. Wenn jemand von euch, ich denke, die Ställe bei uns stinken noch schlimmer, ein Schwein auf der Wiese ist es wahrscheinlich besser, aber das riecht. Das hat einen gewissen Geruch. Schaf riecht ganz anders. Aber sie gehen über diesen See in dieses Gebiet, wo es nicht so schön ist. Dort, wo die Schweine sind. Ein unreines Tier für den Juden. Das Verderben, ja, dieser Geruch. Und Jesus, er sieht es für wertvoll, über diesen See zu fahren. Er nimmt diese Zeit in Kauf und er fährt mit seinen Jüngern, er fährt nicht nur alleine, er fährt mit den Jüngern über diesen See. Und dieser Mann, ihr könnt euch das vorstellen, er steht da, ich weiß nicht, und er sieht das wahrscheinlich aus den Gräbern, sie kommen. Und hier steht in Vers 6, als aber Jesus, als er, dieser besessene Mann, er sieht Jesus von Ferne.
Auf der einen Seite ist sein Leben kaputt, dämonisch, besessen. Aber er sieht Jesus von Ferne und dann sehen wir diese gespaltene Person auf einmal. Er sieht Jesus von Ferne und was macht er? Er lief und er warf sich vor ihm nieder. Dieser Mann, voller Wunden, kaputt, geschlagen, ohne Kleidung, er läuft zu Jesus und werft sich vor ihm nieder. Und wenn wir Vers 7 lesen, er schrie. Ich meine, hat Jesus nicht gehört oder er schrie mit lauter Stimme. Er könnte ja auch reden. Aber er sagt, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten. Hier hat er anerkannt, dass Jesus, und das war eine Aussage, die ganz klar war für Menschen, für die Leute, das war nicht nur für die Juden, auch für die Heiden, wenn sie jemand so ausgedrückt haben, das war immer der Judengott gemeint. Das war Jahwe, das war Gott alleine. Das war ein ganz klarer Ausdruck, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er wusste genau, wer Jesus ist. Nicht nur so ein bisschen. In dieser übernatürlichen Welt scheint das ganz klar zu sein. Und gerade, ich sage in Markus, das scheint, als ob die übernatürliche Welt, auch Markus 3, Vers 11 zum Beispiel, ist eine ähnliche Aussage, also zwei Kapitel zurück. Und wenn ihr die unreinen Geister erblickten, fielen vor ihm nieder, schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Also obwohl er auf der anderen Seite war, waren ähnliche Sachen passiert. Aber die scheinen ganz klar zu bezeugen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das sehen wir erst viel später von den anderen Menschen, in Markus gerade. Markus irgendwie, diese übernatürliche Welt, da scheint es keine Frage zu sein, wer Jesus wirklich ist. Und Jesus sieht diesen Menschen an, der geschlagen, der kaputt ist, der vor ihm da liegt. Und er sagt zu ihm, fahre aus dem Menschen aus, du unreiner Geist. Fahre aus dem Menschen aus, du unreiner Geist. Er spricht zu ihm und er fragt ihn. Die Frage ist natürlich, was fragt er ihn? Was ist dein Name? Warum stellt er diese Frage? Nicht, was Jesus diese Frage wirklich stellen müsste. Jesus hätte hier befehlen können, weicht, geht von ihm und das wär's. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Jesus hätte diesen Dämonen, die diesen armen Mann gequält haben, austreiben können, hundertprozentig, ohne irgendein Aber. Der hätte das tun können, wo er schon auf dem See wäre. Der hätte das tun können, wo er in Genazareth war. Aber Jesus kommt, er sieht diesen Menschen und ich denke, er hat Mitleid mit diesem Menschen gehabt. Er sieht diesen Menschen und er fragt ihn, was ist dein Name? Und ich denke, diese Frage auch, manchmal stellen wir uns die Frage, ja, wenn ich weiß nicht, als Kinder auch oder so, vielleicht ist der Teufel doch stärker. Vielleicht sind da so viele Dämonen, die wir haben da gar keine Wahl. Es ist interessant, dass Jesus fragt, was ist dein Name? Und mit dieser Frage wird eigentlich richtig klar, dieser Mann, der war nicht nur körperlich, nicht nur äußerlich, der war nicht nur ein bisschen verrückt, sondern da waren Tausende oder viele, wir wissen nicht wie viele, eine Legion, die nennt sich Legion. Da war wahrscheinlich ein Sprecher, der nennt sich Legion und der sagt, eine Einheit von 6.000 ist eine Legion. Wir sehen später, 2.000 Schweine springen ins Wasser. Also wir wissen, es waren Tausende an oder sehr viele, dass sie sich Legion nennen, in diesen Menschen. Er war nicht nur körperlich, nicht nur äußerlich, nicht für die anderen Menschen, dass er geschrien hat, sondern er war, auch wenn wir sagen würden, im Geistlichen, absolut zero chance. Keine Chance für diesen Mann. Der ist nicht nur ein bisschen besessen, der ist vollkommen, da ist keine Möglichkeit mehr. Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Absolut hoffnungslos. Und sie bitten ihn, nicht aus dem Land, oder? Und er bat ihn, das war wahrscheinlich der Sprecher da, dieser Menge, er bat ihn, nicht aus dem Land zu verweisen. Und interessant ist, sie stellen Jesus seine Kraft nicht in Frage. Jesus muss nicht kämpfen hier. Jesus muss nicht sich sehr viel Mühe geben. Jesus, er hat so eine Macht. Er sagt es einfach und das war's. Und in diesen Bergen, lesen wir, da war eine große Herde Schweine. Sie waren dort auf der Wiese gewesen, für die Juden eine Abscheu, unreine Tiere. Und sie wollen in diese Schweine gehen und schicken uns in die Schweine, damit wir in sie fahren. Und Jesus erlaubte es. Das war's. Jesus musste nicht schwer kämpfen mit ihnen.
erlaubte es. Und dann fahren sie in die Schweine und diese ganze Herde, die fängt an loszulaufen. Das machen die Tiere nicht normal. Sie fangen los zu laufen. Und diese 2000 Tiere, die springen alle in den See. Wenn wir überlegen, Jesus hatte kein Problem hier, dieses Materielle einfach so in den See zu fahren. Der hat das einfach ersoffen. Heutzutage ungefähr 2000 Schweine, ich weiß nicht, wenn die noch Organic Raised sind, dann ist es doppelt so teuer, okay? Damals gab es das wahrscheinlich noch nicht so. Aber wenn die Farm Raised sind, dann wäre das ungefähr eine halbe Million Dollar. In den See. Ungefähr eine halbe Million Dollar kosten so viel die Schweine heutzutage auf dem Markt. 2000 Schweine. Ja, wenn das organically raised sind, vielleicht grass-fed, wären die wahrscheinlich 3 oder 4 Mal so teuer. Aber Jesus lässt diese Kosten, dieser Wert des Menschen, war Jesus so viel wert, dass er sich auf den Weg gemacht hat, er ging über den See, er hat diesen einzelnen Menschen gesehen und es hat ihn noch nicht gestört, dass hier dieser Schaden bei diesen Menschen gekommen ist. Vielleicht wären es auch Schafe gewesen. Wären da Schafe gewesen, wären die wahrscheinlich genauso in den See gelaufen. Das hat nichts mit dem Tier unrein oder nicht unrein zu tun. Aber Jesus sieht das. Und ihr könnt euch das mal vorstellen. Ihr wisst das, wenn ein Körper verwest und in den See geht, ne, und der ertrinkt, der geht ja erstmal unter. Auch das Schwein. Könnt ihr euch vorstellen, nach 3 Tagen ungefähr, alle, die wissen das, ne, nach 3 Tagen kommt ja der Körper wieder hoch und der schwimmt dann für einige Zeit oben, weil der Carbon Dioxide, ne, der fängt an zu verwesen innen drinne und dann fängt es an hoch zu schwimmen. Und da hast du 1000 Schweine, die da oben schwimmen. Das stinkt übelst. Ich kann euch das sagen. Ich weiß, dass wir haben, wenn Farmen abbrennen, dann haben wir das gleiche Problem. Erstmal riecht es nach Bacon und nach 3 Tagen will man so weit wie möglich weg sein. Es riecht nicht angenehm. Und die Menschen in dieser Gegend, sie sehen das. Dieser Mann wird gerettet. Die Tiere enden ins Wasser. Und die Reaktion der Menschen, endlich mal ist dieser Mensch, der besessen war, der sich selber gequält hat, der die Menschen gequält hat, endlich ist dieser Mensch befreit. Oder? Sie müssten ja feiern. Und wir sehen hier die Menschen, die auf die Hirten, die auf die Tiere aufgepasst haben, sie fliehen, sie gehen in die Stadt und sie verkündigen das auf dem Weg und sie gehen in die Stadt und sagen es den Menschen. Sie haben wahrscheinlich auch erzählt von ihrem Verlust, dass die Tiere ins Wasser gehüpft sind. Ich weiß nicht, ob sie die Besitzer waren oder andere die Besitzer waren. Und sie kommen zu Jesus und sie sehen diesen Menschen, der besessen war, der diese Legion gehabt hat. Und wie ist sein Erscheinungsbild? Wie sehen sie ihn da? Er sitzt. Er ist nicht mehr wild rumgelaufen, er sitzt. Das andere ist, er hat Kleidung an. Weiteres steht hier, das ist Vers 15, er ist vernünftig. Habt ihr schon mal gehört, Kinder? Seid mal vernünftig. Manche Eltern sagen das. Und sie fürchteten sich. Das war das andere. Die Menschen fürchteten sich. Dieser Mensch, auf einmal ist er ganz normal. Und diese Menschen, die dort sind, sie fürchteten sich. Sie sehen, das hat Jesus getan. Und sie haben Angst bekommen. Und das Interessante ist, wie verhalten sich jetzt die Menschen hier? Das sind Menschen, die Jesus eigentlich nicht kennen. Und Jesus zeigt ihnen, welche Macht er hat. Und was machen sie? Sie bitten ihn, sagen, hey, geh bitte aus unserem Gebiet weg. Vielleicht war es die Furcht, die sie hatten. Vielleicht die anderen, die sagten, hey, ich fürchte mich, mein Finanzielles zu verlieren. Mein ganzen Business, vielleicht jagt da noch ein paar Schweineherde rein ins Wasser. Können wir gleich aufhören. Ich weiß nicht, was hat die Menschen bewegt? Es steht, sie fürchteten sich. Und Jesus, er folgt natürlich, er geht und Jesus geht hin zu seinem Schiff, ne? Also Jesus tritt in das Schiff und dieser Mensch, der besessen gewesen ist, der bittet ihn, Jesus, darf ich bei dir bleiben, dass er bei ihm bleiben dürfte. Aber Jesus sagt zu ihm, nein. Es ist interessant, ein Mensch, der so tief war, Jesus rettet ihn und dann macht Jesus ihn eigentlich zu einem Missionar. Geh in dein Haus und zu deinen und verkündige ihnen, welche große Dinge der Herr an dir getan hat und wie er sich über dich erbarmt hat. Wir wissen, dieser Mann hat irgendwann mal in der Stadt gelebt. Das können wir aus dem Text, wenn wir die drei Evangelien vergleichen, erfinden. Und er soll zurückgehen zu seiner Familie, dort, wo er herkam. Und er sollte ihnen erzählen,
was Gott an ihm getan hat. Der hat ihm keine 3 Jahre Bibelschule gemacht, weil dieser Mann, der hatte ein Zeugnis gehabt, ein persönliches Zeugnis, das so unheimlich groß war. Er sagt, geh und erzähl einfach. Das konnte er tun. Und wir sehen, der Mann hat es getan und die ganzen Leute haben sich gewundert über ihn. Und ja, einfach, dass Jesus sich so einem Menschen annimmt, gerade hier in Kapitel 5, Markus 5, Jesus nimmt die Zeit, Jesus nimmt und er geht rüber und er sieht diesen einen Menschen, der ist geschlagen und der ist arm. Und Jesus hält ihn für so wertvoll, dass er einen ganzen Tag von diesen 2,5 Jahren, die er auf der Erde ist, er geht, wahrscheinlich 2 Tage sind wahrscheinlich draufgegangen, er geht darüber und er sieht diesen Menschen in seiner Not. Und Jesus zeigt ganz klar, er hat die Macht, ihn zu retten und er rettet ihn. Er lässt ihn nicht da stehen. Und so einen großen Herr haben wir. Auch gerade, ich sage für die Leute, das ist so interessant zusammengefallen diese Woche. Ich sage, manchmal ist das demotivierend, wenn man immer wieder hochfährt, ich weiß, und man sieht, so wenig bewegt sich. Die Menschen tun sich so schwer und sie quälen sich selber. Dass uns das auch bewusst wird, auch dass wir für die Leute auch vielleicht heute auch beten, die da hochfahren, dass sie einfach Mut haben. Dass sie sehen, Jesus hat es für wert geachtet, für diesen einen Mann sehr viel in Kauf zu nehmen. Es war ihm wert genug, die Seele war ihm wert genug. Auch das war einfach Mut auch für die Menschen, die dahin sind. Aber auch die Frage an uns, ja, wie verhalten wir uns? Möge Gott uns Gnade geben. Wir beten noch. Herr Jesus, du gibst uns Gnade und du, ja, dein Wort ist unveränderlich, du bist unveränderlich und es ist einfach großartig zu sehen, auch wie viel Kraft du hast, wie viel Gnade du gibst und auch, dass du dich um diesen einzelnen Menschen kümmerst, der wirklich feststeckt, der keine Möglichkeit hat, dass du deine Hand da nicht schließt, sondern zu diesem Menschen geht, der eigentlich nicht dein Volk ist, der außerhalb ist. Und dass du rettest, dass du diese Kraft hast, auch zu retten. So will ich dich bitten, auch gerade auch für die, die sich oft auch gerade in diesem Schuh finden, wo sie oft nach Norden oder auch im Süden fahren, wo oft sich so wenig bewegt. Und ja, dass du einfach ihnen Gnade und auch Mut schenkst, auch zu sehen, Herr, dass du oft auch hinter diesen Einzelnen hinterhergegangen bist, dass du ihnen Gnade gegeben hast und ja, dass du uns ein gutes Vorbild hinterlassen hast. Wir danken dir, Herr Jesus. Und bitten dich einfach auch, dass du ja, uns auch Gnade schenkst, dass wir nicht wie die Menschen sind, die in diesem Gebiet der Gadarener da lebten, sondern ja, dass wir dich einladen, dass du in unserem Leben etwas zu sagen hast und dass du uns Gnade schenkst. Amen.